Hallo und herzlich willkommen zum Sympathy Lab beim Sport- und Outdoor-Medientag in München am 8.3.2023. Ich freue mich sehr, eine sehr illustre Gesprächsrunde begrüßen zu dürfen. Wir sprechen über Was bewegt den Handel? Wir haben unsere Gäste ausgesucht, sowohl nach der Expertise für den Markt, für die Aktualität, aber natürlich auch für Haltung, Authentizität und das, was uns auch in Zukunft bewegen wird. Ich freue mich über jede Menge Gäste, wie ihr gleich sehen werdet in unserem, sagen wir mal, Kreisformat. Wir haben Gesprächsteilnehmer, die sich mit beteiligen werden. Wir haben 6 Protagonisten für Was bewegt den Handel. Einmal die Steffi Buchacher, Sport Konrad und CSR-Chefin. Wir haben Anna Jentschi, ebenfalls verantwortlich für den Nachhaltigkeitsbereich bei Bergzeit. Wir haben Anni Kardinal, Gründerin von Outdoor Deluxe. Wir haben Gerd Bittelfröhlich, Sportseller.com und Inhaber der Agentur der Kommunikation, die sich darum kümmert. Wir haben Jens Oellrich, Business Developer für die Bereiche Reuse, Secondhand bei Bergzeit. Und wir haben Stefan Herzog, VDS, selbstständiger Unternehmer und FEDAS-Präsident. Ich freue mich sehr. Damit wir alle gut einordnen können, was wir später an inhaltlichen Themen hören, stellen sich unsere 6, Hauptgesprächsteilnehmer einmal ganz kurz vor. Und ich würde dich, Steffi, bitten, damit anzufangen. Hallo. Die Frage ist, warum tue ich, was ich tue? Und für mich ist es, wir haben uns als Wirtschaft, vor allem als Wirtschaft, in eine Richtung entwickelt, in der ich, was ich nicht mehr mittragen möchte, und was ich auch in Zukunft nicht mehr sehen möchte. Und deswegen arbeite ich im Nachhaltigkeitsbereich, um als Lösungsfinder diesen Bereich zu verändern. Dankeschön. Vielleicht sagst du noch ganz kurz, wie lange du schon bei Sport Konrad bist und wie das sich so anfühlt. Ich bin seit 2021 dabei, leite da den Bereich Wir denken um. Das ist unsere Nachhaltigkeitsinitiative. Wir haben wahnsinnig viel auf die Beine gestellt. Wir arbeiten mittlerweile sehr aktiv in der ganzen Branche zusammen mit anderen Herstellern oder mit anderen Retailern, mit Herstellern und auch ganz stark mit den Kunden zusammen, um das Thema Nachhaltigkeit an die Kunden zu bringen und in der Branche was zu verändern. Vielen Dank, Steffi. Ein weiteres Pionierunternehmen in dem Bezug, worüber wir heute reden, ist Bergzeit. Ja, hallo, Anna Jentschi. Ich bin seit 2,5 Jahren bei Bergzeit als Nachhaltigkeitsmanagerin und genau, habe die Ehre, dieses Unternehmen auf den richtigen Weg zu begleiten und sehr viel umzusetzen, was die Standortnachhaltigkeit angeht, aber natürlich dann auch am Ende des Tages das Kerngeschäft und das, was der Kunde möchte und möchten soll. genau, deswegen, für mich ist auch ein Herzensthema. Ich bin einfach schon immer gern draußen unterwegs und deswegen ist auch die Mission auf jeden Fall, den Planeten, den wir haben dürfen, auch irgendwie auf einem guten Weg zu bringen und das, was wir können, gut zu machen, um den auch zu schützen. Vielen Dank, Anna. Liebe Anni, stell dich doch kurz vor, bitte. Gut, dann stelle ich mich auch vor. Ich bin Anni Kardinal, komme aus Hamburg und mein Hintergrund ist Fachhandel, tatsächlich der Bereich Einkauf und Category Management. Ich bin seit über 30 Jahren tatsächlich jetzt in der Branche. Und im Moment sind es die Hauptthemen, die mich antreiben. Natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit, aber eben auch das Thema Daten, also das Thema Datensynchronisation und auch das Thema, wie kann man den Einkauf beschleunigen, wie kann man tatsächlich Dinge weitreichender synchronisieren und gemeinsam Sourcen nutzen. Das sind so die Themen, die mich betreffen, beruflicherseits. Und natürlich bin ich wahnsinnig gerne draußen mit den Produkten, die hier so geboten werden. Dankeschön, Anni. Lieber Stefan, würdest du dich auch kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Toller Kreis, tolle Veranstaltung, vielen Dank. Mein Name ist Stefan Herzog. Ich habe eigentlich mein ganzes Berufsleben in großen Handelsunternehmen zugebracht, war zum Schluss in der Geschäftsführung von Sportcheck, habe also diese Seite sehr intensiv kennengelernt, habe mich dann selbstständig gemacht in einigen Formaten, habe da auch festgestellt, wie schwierig die Zeit ist für den Handel, in der wir uns jetzt gerade befinden. Und habe auch ein Stück weit in ein neues Feld reingeschnuppert, nämlich in die Verbandsseite. Bin seit einigen Jahren verantwortlich für den Verband der deutschen Sportfachhändler und auch auf der europäischen Seite, die FEDAS, weil ich einfach glaube und auch starken Antrieb habe, der Branche einfach die Unterstützung zu geben, die sie sicherlich braucht nach wie vor. Digitale Transformation, Riesenthema gewesen.
Nachhaltigkeitsthemen, neue Themen, die Wirtschaftlichkeit allein nicht als Unternehmenszweck in den Mittelpunkt zu stellen. All diese Themen brauchen halt auch, denke ich, politischen Support. Wir erinnern uns an die Pandemie. Systemrelevanz ist so ein Thema. Geschlossene Geschäfte war so ein Riesenthema. Und das sind auch Dinge, die müssen flankierend auch begleitet werden. Und das treibt mich an. Und deswegen freue ich mich auch auf die Gesprächsrunde heute. Tolle Gäste. Vielen Dank. Was ich auch sehr wichtig finde, noch zu ergänzen bei deiner Vorstellung, ist das Thema Nachwuchs, weil das bewegt dich sehr. Wie wird das relevant transportiert, was wir da noch hinzufügen können? Was möchtest du noch was dazu sagen? Dann ist nämlich deine Vorstellung dazu auch passend, Gerd Bittel-Fröhlich. Ja, ich bin seit Kindesbeinen auch in der Sportartikelbranche aktiv, Gerd Bittel-Fröhlich mein Name. Und ich kümmerte mich seit mehr als 16, 17 Jahren darum, Verkaufsmitarbeitern auf der Fläche Support zu geben, dass sie besser verkaufen. Und in unserem Green Seller Project, das wir seit mehreren Jahren betreiben, beschäftigen wir uns sehr, sehr stark damit, eben auch nachhaltige Themen auf die Fläche zu bringen und die Leute zu unterstützen dahin. Und von daher sage ich herzlichen Dank, dass ich so spontan heute hier dabei sein darf und in dieser Runde mitwirken darf. Das passt zu den ersten Themen, die wir gleich haben, was Spontanität und Flexibilität betrifft für uns alle. Aber vielleicht noch zu dir, Jens. Eine kurze Vorstellung, was du machst, warum du es machst und vielleicht kurzer Hintergrund auch zur Bergzeit und zu dir. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin der Jens von der Bergzeit und Spontanität und Flexibilität finde ich gut, macht mir Spaß. Ich bin jetzt seit 8 Jahren bei der Bergzeit. Seit 3 Jahren betreue ich das Thema Business Development und als solches suche ich auch immer wieder neue Möglichkeiten, neue Chancen, wo man sich hinentwickeln kann, welche Chancen für den Retail es gibt, welche für den Onlinehandel es gibt, wie man da auch Sachen zusammenfügen kann. Und das letzte große Projekt oder das aktuell große Projekt, was ich vorantreibe, ist es, das, was wir Bergzeit Rios nennen, also sprich unsere Second-Hand-Plattform, die wir online gerade aufbauen. Und das ist auch so eine neue Geschichte, wo man auch spontan reagieren muss und schauen muss, wie man das entwickeln kann. Ich freue mich selber schon sehr darauf, mehr davon zu erfahren. Wir haben im Anfang uns unterhalten, wenn wir als Thema haben, was bewegt den Handel, dann ist das ja erstmal ziemlich groß, ziemlich viel und wir könnten über 3 Tage uns unterhalten, mindestens. Wir grenzen es ein, für welche Unsicherheiten bestehen, was sind jetzt eigentlich gerade die Herausforderungen und die Hindernisse, mit denen wir uns in Krisenzeiten, in letztendlich, Steffi, du hast gesagt, Multikrisen auseinandersetzen müssen. Und der zweite Teil unserer Gesprächsrunde wird dann das Thema Nachhaltigkeit sein. Wir starten, und das vielleicht zur Erklärung für unser Format, im Bestfall hat der Moderator ganz, ganz wenig zu sagen. Also ihr dürft euch unterbrechen, alle die jetzt auch mit da sind. Klingt euch ein, aktive Unterhaltung. Und Steffi, ich weiß es sehr zu schätzen, welche Haltung du einnimmst und deswegen gehört dir auch das erste Wort. Multikrisen ist für mich ein zentrales Wort, angefangen von der Klimakrise, in der wir uns befinden, über die Corona-Krise, aus der wir jetzt zum Glück wieder halbwegs gut rausgeschifft sind, aber im Hintergrund noch der Ukraine-Krieg. Und das betrifft uns als Unternehmen, euch als ebenso Partner in der Branche. Und wir sehen es aber auch ganz deutlich bei den Kunden, diese Unsicherheit, die um sich greift, was sich auch in Umsätzen zeigt, und wo man einfach auch flexibel handeln muss, es gibt gar keine Planung mehr. Und so müssen wir eigentlich immer auf kurze Sicht schiffen und uns permanent umstellen und Krisen bewältigen. Und als wir uns am Anfang unterhalten haben, hattest du im Besonderen ja auch Vorzeigemodelle, entweder in Omnichannel oder auch in all dem, was uns zwischen online und stationär bewegt. Und da gibt es ja einen aktuellen Anlass, über den wir alle erstaunt, besorgt, verwundert sind. Da haben wir uns im Vorfeld ausgetauscht, dass du, Stefan, vielleicht ein paar Worte zu Kellersport verlierst. Mache ich gerne. Als Gesellschafter bin ich natürlich auch genauso betroffen, in Anführungszeichen, wie die Sportbranche. Wir kriegen ganz, ganz viel Zuspruch von Wettbewerbern, Mitbewerbern, Freunden draußen, die fragen, wie konnte das sein? Aber auf der anderen Seite erleben wir halt nicht nur jetzt in dem Fall Kellersport, sondern grundsätzlich in Online-Formaten speziell, wie sehr mit dem Angriffskrieg Richtung Ukraine die Kaufzurückhaltung sozusagen stattgefunden hat. Also wir haben ja All-Time-Low, was den Konsumindex angeht. Und ich habe das, und wir alle bei Kellersports in unserem Kreis, sind doch einige echte Spezialisten drin, nie gesehen, dass eine Krise, die ausgelöst hat, so direkt den Umsatzimpact auf uns alle im Handel draußen. Das war wirklich Wahnsinn.
Auf einmal hatten wir dann eine Prognose -30% für den gesamten Onlinehandel für das Jahr, in dem wir uns jetzt immer noch befinden. Und dann geht es halt ganz schnell. Die Pandemie hat dazu geführt, dass online natürlich gehypt wurde, weil wir uns alle gefragt haben, machen die Geschäfte eigentlich überhaupt noch auf? Das sieht man mal, die Schizophrenie auch in unserem Denken dann auch um uns rum, das ist verrückt. Und dann hat sich das halt wieder umgekehrt. Ja. Also ja, aber es gibt viele andere Beispiele im Moment im Handel draußen. Das ist eine schwierige Zeit für den Handel. Ich meine, die operativ damit zu tun haben, werden das alle wissen. Du hast es auch gerade angesprochen, wie schwierig das ist und wie unplanbar das vor allem ist. Ich meine, man braucht die Themen nicht aufzählen mit Preissteigerungen, Inflation und so weiter und so fort. Das ist einfach schwierig. Der Konsument draußen verändert sich permanent und verändert auch seine Verhaltensweisen permanent. Und wir müssen sehr, sehr, sehr flexibel sein. Ja, also. Danke, Stefan. Du hattest auch im Vorfeld schon die sozialen Funktionen angesprochen vom Handel. Aber ich glaube, gerade zum Bereich Daten und was sich in den verschiedenen Kanälen tut, wolltest du gerade was sagen, Annika? Ich wollte tatsächlich noch mal eine Krise am Ende des Tages mit ergänzen, weil ich finde, es gibt auch so eine gewisse Konzeptkrise, die wir alle durchlaufen. Und das, was du eben sagtest, noch mal mit der Wandlung des Endkonsumenten, also da tatsächlich immer drauf reagieren zu müssen, macht es natürlich umso schwerer, vernünftige Konzepte aufzustellen, mit denen man dann eben auch langfristig attraktiv bleibt und seinen USP rausstellen kann als Händler. Das sehe ich tatsächlich noch mal als detailliertere Krise, vor der wir gerade stehen. Vielen Dank. Eine Einordnung der Krisensituation aus Sicht des Business Developers, der Nachhaltigkeit und Technologie zusammenbringt. Oh, das sind große Worte, um jetzt hier etwas zu sagen. Aber in der Tat, wir haben es halt auch gemerkt, wie krass eigentlich so die letzten 3-4 Jahre waren seit diesem Corona-Beginn, wie wir auf einmal nach oben geschnellt sind von den Umsätzen, von den Nachfragen dort überrannt wurden, bis hin zu jetzt innerhalb von 4 Wochen wieder gekippt im letzten Jahr, wo sich das alles wieder nach unten gegangen ist und wir uns umstellen mussten. Und ich glaube, das wird uns aber auch zukünftig weiter begleiten, diese Herausforderungen schnell reagieren zu müssen. Und für mich ist halt da ganz wichtig, dass man von Unternehmen so aufgestellt ist, dass man schnell reagieren kann, dass die Mitarbeiter das Mindset haben, dass das Team das Mindset hat, sich da einfach flexibel drauf einzustellen und auch mal drauf reagieren zu können. Weil ja, wir sprechen von den Krisen jetzt gerade immer. Ich habe gerade überlegt, ob das zu viele Krisen gerade immer sind, die wir einfach aufzählen. Ich glaube, das ist einfach für mich bloß ein Zeichen, wir müssen da flexibel und schnell bleiben und das Mindset und im Team einfach so aufgestellt sein, darauf reagieren zu können, egal was dann der Auslöser ist. Naja, letztendlich, ne, das sagen wir auch immer gerne, jede Krise hat auch eine Chance am Ende des Tages. Das ist natürlich im Moment vor der Situation, vor der wir alle stehen, gehört auch schon ganz schön viel Standing zu, da die Chancen dann eben auch so klar zu sehen. Und das ist das, worauf ich abzielte, als ich sagte, dieses Konzeptthema ist eben tatsächlich an der Stelle wichtig. Und was ich eben noch dachte bei deinem Beitrag, das Thema der Partnerschaften zwischen Handel und Marken ist für mich eben auch eines der Themen, wo ich denke, da muss man nochmal gucken, wie muss das aufgestellt sein in Zukunft. Also dass man da wirklich das Thema Partnerschaft auch nochmal nicht hinterfragt, auf keinen Fall, aber tatsächlich vielleicht auf neue Ziele und Wege stellt. Und im Besonderen, um das zu ergänzen, was die Chancen betrifft, sind wir beim Thema soziale Verantwortung. Das ist tatsächlich für mich ein, abgesehen von den Kooperationen, zu denen wir dann im Bereich Nachhaltigkeit gleich kommen, aber vielleicht von dir nochmal ganz kurz die Einordnung. Soziales Netzwerk, Relevanz, all die Menschen, mit denen du im Verband arbeitest. Und ja, das ist, also, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil der Chance. Ja. Wir haben ja in Deutschland den ganz großen Dachverband, den HDE, mächtig, weil die ganzen Handelsformate da dabei sind. Und in der Pandemie hat man gesehen, den Stefan Gent, den Geschäftsführer, der war, glaube ich, jeden Abend in der Tagesschau und hat Dinge angeprangert, die nicht so laufen, wie man sich das vorgestellt hat in der Pandemie mit geschlossenen Geschäften. Ich glaube, man darf eins nicht vergessen, und der Handel, und da zähle ich durchaus Multichannel-Ansätze dazu, wir haben auch echt einen gesellschaftlichen Auftrag da draußen. Ja. Wir haben das gemerkt, die 2 Jahre, wo die Geschäfte zu waren, auf einmal hat man diskutiert, veröden die Innenstädte. Das hat man vorher auch schon diskutiert, aber man hat es in einer ganz anderen Geschwindigkeit diskutiert. Weil wenn die Leute sich nicht mehr treffen in den Geschäften, dann gehen sie auch nicht mehr in die Restaurants, und das haben wir alles erlebt. Ja. Deswegen glaube ich, es ist wichtig für alle, sich auch zu vergegenwärtigen, was für einen Auftrag wir da haben, was für eine Bedeutung. Wir sind soziale Wesen, und das ist einfach ein Riesenthema. Das ist ein Riesenthema. Es ist ein Riesenthema, und es ist deswegen so spannend in unserer Spannungskurve jetzt für unser Gespräch. Gerd, du warst unterwegs gerade, du hast jede Menge Stimmen gehört. Vielleicht sagst du kurz, was du gemacht hast, warum du es gemacht hast. Denn von dir können wir ein Bild, wenn ich es richtig verstanden habe, Deutschland, Österreich, Schweiz bekommen, um dann mit dir, Steffi, und mit
die Anna das nochmal einordnen zu können. Was ist denn eigentlich der Status quo? Was ist denn da los und was sagt denn der... Es ist einfach relativ simpel. Aufgrund einer Zusammenarbeit mit dem VDS ist spontan die Idee entstanden, dass ich ganz viele Geschäfte besuchen möchte. Du darfst ruhig sagen, wie viele. Es waren insgesamt 38 Standorte, die ich angefahren bin. Und ich bin dazu einen Monat lang in einen Camper umgezogen und habe mein ganzes Büro mobil gemacht, um jeden Tag woanders und möglichst viele Leute zu treffen. Ich wollte eben nicht irgendwo lesen, wie es denen geht, sondern ich wollte in der Küche sitzen, beim Kaffee und beim Weißwürsteln und was weiß ich, und einfach hören, was Sache ist. Und es ist sehr, sehr spannend dahingehend, weil mir diese ganze Tour wieder noch viel mehr, und da docke ich an das an, was Stefan gesagt hat, gezeigt hat, wie sehr wir als Menschen, als diejenigen, die eben handeln und nicht unterlassen, sondern was tun, dort drinstecken, die Dinge zu verändern und in die Hand zu nehmen, und welche Möglichkeiten da drin stecken, die sind echt vielfältig, und es gibt viele Konzepte, die ich gesehen habe, die es gar nicht gibt. Kann mich vor Spannung kaum zurückhalten. Hast du die 10 wichtigsten Outcomes? Die 10 wichtigsten Outcomes. Also erstens, jedes Unternehmen, das für sich ein ganz klares Standing hat und sich positioniert hat, funktioniert. Zweites, es gibt wahnsinnig viele Konzepte, die wir alle für tot reden, aber die wunderbar funktionieren, weil Regel Nummer 1 greift, mit Herzblut da drin arbeiten. Standing Nummer 3 ist das, wenn die Menschen begreifen, dass sie Teil der Lösung sind, finden sie Ideen, um es zu lösen. Das gilt besonders für Nachhaltigkeit. So, wo soll ich weitermachen? Ich habe auf der Tour wahnsinnig viel gesehen und ich könnte euch jetzt den ganzen Abend oder Tag damit voll sprechen, will ich nicht. Es ist nur einfach so, dass diese Reise durch Deutschland auch in mir ganz viel verändert hat, also in der Arbeit nach vorne jetzt mit den Schulungen und den Dingen, die wir tun. Und ich kann nur sagen, die Essenz daraus ist, dass wir alle haben eine Verantwortung im Handel, die wir nehmen sollten, und wir sind Teil der Lösung für alles das, was da in der nächsten Zeit passiert. Wir sind ein Teil davon. Dankeschön, Steffi. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns einfach eine Zukunftsvision vorstellen. Wo wollen wir denn hin? Weil auch wenn wir zwar jetzt über Multikrisen reden, dann ist das alles zu stark in der Gegenwart und vielleicht auch rückblickend. Und eigentlich sollten wir dran denken, was wollen wir erschaffen? Wie wollen wir Teil der Lösung sein? Und was müssen wir dafür umsetzen? Hast du... Haben wir. Hast du? Haben wir, also ich glaube. Hast du und hast du? Also teilt gerne, was ihr habt. Vorgemacht habt Bergzeit mit dem Reuse-Modell. Wir haben auch unser Second-Hand-Programm gestartet im Dezember, ganz klein, kuratiert. Wir haben es in den Filialen ausprobiert, erstmal nur in Garmisch. Bei uns heißt es Nomoi, steht für nochmal, also gibt deiner Kleidung noch eine zweite Chance. Und wir waren wirklich erstaunt, wie gut es angekommen ist. Wir haben es mit einer Filiale pilotiert, im Dezember in Garmisch, mit einem gewissen Ankaufszeitraum und dann einem limitierten Abverkaufszeitraum. Da waren es wahnsinnig viele Kunden da, haben Sachen abgegeben, super gut erhaltene Sachen. Und wir selber sind mit den Kunden ganz stark auch ins Gespräch gekommen, was bewegt die. Und dann haben wir es jetzt im Januar nochmal in der zweiten Runde weitergeführt in allen 3 Filialen, und der Anklang war einfach so groß, dass wir für uns das Konzept jetzt so weiterführen werden. Und ich habe eine Frage vorher noch, bevor wir in den konkreten Bestandteilen sind. Wir haben uns im Vorfeld kurz darüber unterhalten, muss es eine Trennung geben zwischen denen, die einkaufen, / Endverbraucher und so, oder muss es einen Blick auf den, was du jetzt auch als Fokus ja gesagt hast, auf den Verkäufer geben, weil sich da ja auch auf der Fläche ganz viel ändert. Was ist für die Belegschaft entscheidend? Gibt es da noch einen Impuls von dir, was du dazu sagen möchtest, weil dass ihr 2 Vorzeigeunternehmen vertretet? Ja, also Nachhaltigkeit darf nie im Elfenbeinturm stattfinden, jetzt zum Beispiel bei mir in einer isolierten Position, sondern das muss im ganzen Unternehmen leben und auch auf der Fläche brennen. Weil das ist der Kontaktpunkt zum Kunden hin, und wir haben einfach in der Rolle, die wir haben, die Verantwortung, den Kunden mit ins Boot zu nehmen, weil wir können uns die Beine ausreißen, die Hersteller können ganz viel machen, aber im Endeffekt muss der Handel das Richtige einkaufen, das ist unsere Verantwortung, und wir übergeben das dann an den Kunden und haben da auch die Aufgabe zu sensibilisieren in Richtung Reuse, in Richtung Repair. Was kannst du selber tun, wenn du Verbraucher bist? Was können wir als Sport Konrad oder als Händler Bergzeit, was könnt ihr machen? Und die Schnittstelle müssen wir einfach viel stärker wahrnehmen. Ja, und teilen wir so ein bisschen auf. Das eine ist ja, gibt es eine Art von Code of Conduct? Gibt es Einkaufsvor-
Vorbereitung? Ja, ja. Wie, also wir haben das kannst entwickelt. Du das ein bisschen teilen? Genau. Wir haben tatsächlich letztes Jahr auch für den Einkauf Ziele entwickelt. Wir streben ein Wachstum weiterhin an von 5-10% über nachhaltige Produkte, bedeutet aber für unseren Einkauf auch speziell darauf zu schauen, und wir überführen das jetzt so weit, dass das bereits bei der Order schon ein Einkaufsargument ist. Dankeschön, weil letztendlich ist das das, was du jetzt vielleicht auch gleich spiegeln kannst. Du darfst sofort. Der Weg ist ja, wo beginnt es? Ne, wo beginnen die Voraussetzungen? Wie ist das für den Einkauf? Wie ist das dann wiederum, das zu verkaufen? Und was bedeutet das für den Endverbraucher? Aber wie geht dann auch der Kreislauf weiter für neue Geschäftsmodelle? Und das kannst du schon mal vorbereiten. Aber Anni wollte, glaube ich, noch was ergänzend zu Steffi sagen. Ja, letztendlich ist das ja auch ein Thema, das schon vielfältig auch auf dem internationalen Portal diskutiert wird. Also als ich für die European Outdoor Group im Bereich Retail unterwegs war, ging es ja auch immer schon darum zu sagen, welche Form von Code of Conduct können wir da eigentlich finden? Und da ist es eben schon noch so früh gewesen, dass dieses Thema einfach, solange es sich nicht in ein Geschäftsmodell umwandeln lässt, dass dann auch ein Release findet, nämlich beim Kunden anzukommen, so lange wird dann eben auch nicht investiert. Und ich denke, das ist jetzt wirklich der Zeitpunkt, wo es auch so ist, dass der Effekt groß genug ist, dass wir da alle investieren können und dass wir alle im Grunde auch in der Pflicht sind eben. Ne? Handelt halt. Das Wort bringt es ja schon mit sich. Und informieren. Und informiert, genau. Im besten Fall. Du wolltest erst noch was? Entschuldigung. Aber so war es gedacht. Bitte unterbrecht, auch die jetzt kein Mikro haben, gerne das Mikro aus der Hand reißen, nur mir nicht. Ich wollte einfach das Stichwort noch mal kurz aufnehmen, nämlich das Menschen auf der Fläche. Ja? Weil ich denke, es ist extrem wichtig, und das ist auch eine Aufgabe, die wir als Verband sehen, dass wir, klar, es gibt diese ganzen Nachhaltigkeitsberichte und man schreibt sich alles schön runter und formuliert seine Ziele, das ist gut, aber es muss letztendlich in dieser Schnittstelle ankommen. Schnittstelle zum Kunden ist gleich der Mensch, der mit dem Kunden spricht. Und das ist auch etwas, von dem ich glaube, dass es nach wie vor einen großen Lernbedarf gibt, nämlich früher haben wir den Menschen, den Konsumenten ja in irgendwie seiner Konsumwelt abgeholt, ja, alles sehr attributsbezogen, wie lang ist der Ski, wie breit und so weiter, Teilierung, Kilogramm und so weiter und so fort. Mittlerweile müssen wir ihn in seiner Lebenswelt abholen. Und dazu gehört halt, dass der Verkäufer, die Verkäuferin auch genau weiß, was der Nachhaltigkeitsbericht bedeutet. Was bedeutet es für mich selbst als Aushilfe in irgendeinem Geschäft, wenn ich jemandem gegenüberstehe und dem auch ein gutes Gefühl geben möchte, dass er hier entsprechend einkaufen darf? Da ist, glaube ich, noch ganz, ganz viel Aufgabe zu leisten. Bevor wir das jetzt aus den Augen verlieren, Entschuldigung, was bedeutet das in der Praxis? Wie macht ihr es? Kannst du das hören? Hast du schon... Wir bei Bergzeit haben schon auch viele verschiedene Möglichkeiten anzusetzen. Also wir sehen natürlich einmal bei uns die Verantwortung im Einkauf, einfach schon zu gucken, was kaufen wir ein, wie kaufen wir es ein. Aber dann auch, jetzt, weil bei uns natürlich der Großteil über den Online-Shop an den Kunden geht, auch beim Produkt dann selber gut zu informieren, welche Vorteile und Nachteile hat das Produkt oder worauf muss ich vielleicht achten, was sind Materialien, die gewisse Vorzüge haben. Also da geht es zum einen auch ganz viel in Richtung einfach Information an der richtigen Stelle, auch im richtigen Maße. Man will den Kunden ja auch nicht überfordern, weil wenn man da mal tiefer einsteigt, dann merkt man ganz schnell, dass es extrem kompliziert werden kann. Wir haben auch über unser Magazin Möglichkeiten, dem Kunden auch Informationen zu geben über bestimmte Nachhaltigkeitszertifikate oder auch Produktionen und sonstige Themen, die um das Produkt existieren. Und da wollen wir auch einfach eine Art von Sensibilisierung schaffen, zum einen, um auch den Kunden dazu zu befähigen, eine gute Wahl zu treffen und auch zu wissen, warum er diese Wahl vielleicht lieber so trifft und nicht anders. Und da haben wir auch einfach als Händler und mit unserer Reichweite weiter auch einfach große Möglichkeiten, weil wir natürlich auf vielen Kanälen kommunizieren können, nicht nur im Shop, sondern eben auch auf allen anderen Kanälen, die es heutzutage so gibt und die ja auch gerne bespielt werden. Konkrete Frage jetzt zwischen euch beiden, kooperiert ihr? Ob wir kooperieren? Ja, Inhalte, Ausrichtung. Wir sprechen uns ab und zu ab. Ja, das finde ich auch, das ist eine schöne Entwicklung, weil früher hat man isoliert gearbeitet, heute arbeiten wir in der Branche zusammen, wir sind in Arbeitsgruppen drin, auch über die IOG. Wir arbeiten genauso, oder ich spreche viel auch mit den Herstellern, was passiert bei denen, wie können wir auch unsere Anforderungen da ins Produkt mit reingeben und so
ja, können wir nicht nur die Verantwortung übernehmen, sondern eben auch mit reinwirken, was zu verbessern. Ich muss jetzt ganz hektisch den Stefan angucken. Ist das Verbandsarbeit? Jetzt hätte ich fast nicht aufgepasst. Entschuldigung. Ich glaube, Kooperation. Ich kann das absolut unterstreichen, was du sagst. Das finde ich ist auch einer der positiven Aspekte, dass man das vorhin auch Handel und Industrie angesprochen. Auch da finde ich gibt, oder du hast es angesprochen, ganz andere Kooperationen und Abstimmungen und Absprachen seit der Pandemie. Positiver Aspekt. Auch die Themen, die uns gemeinsam einen sozusagen gemeinsam zu treiben, das ist unter anderem natürlich auch Verbandsarbeit, aber es passiert auch in den Unternehmen. Da gehört es eigentlich aber auch hin. Und das finde ich ist eben auch tatsächlich das Wichtige. Das ist ja auch eines von den Dingen, die mich antreibt, zu sagen, das Netzwerk dafür zu nutzen, dass eben Handel entsteht. Also was auch immer gehandelt wird und wenn es Information ist. Aber das ist für mich total, also das nur auf die Verbände sozusagen zu schieben, finde ich, ist das eine. Aber da tatsächlich das eben auch von der Seite zu forcieren, wo man eben sieht und mitkriegt in den Gesprächen, da ist eigentlich Bedarf für Austausch, dass man das dann eben auch da reingeht und sagt, wir bilden hier eine Gruppe, die dann die Themen forciert. Ja. Auch gerade schon wieder ganz viele Arbeitsgruppen im Kopf, aber das müssen wir vielleicht aus unserer Gesprächsrunde jetzt raushalten. Nur nochmal der Aufruf an euch, wenn ihr Fragen habt, gerne dazwischen. Ansonsten, ich wollte auch gerade das Wort an dich übergeben mit dem konkreten, du wolltest wahrscheinlich noch was anderes sagen. Ich wollte nur auch nochmal auf diesen Punkt reingehen und sagen, das Thema an sich ist wahrscheinlich zu groß, als dass man das isoliert als kleines Unternehmen bearbeitet, sondern da müssen wir einfach zusammenarbeiten zwischen Hersteller, zwischen Händler, zwischen Kunden und da muss man einfach eine Lösung dazu finden und es geht, glaube ich, nur zusammen. Das war der Gedanke, den ich noch anschließen wollte. Kannst du das für dein, wie du täglich arbeitest, womit du Datenmanagement betreiben musst, dann die eigentlich die Symbiose zwischen Nachhaltigkeit, Technologie und all dem, was du jetzt tust. Und dann kommt ja dann auch ein Geschäftsmodell dabei raus, nämlich das, was ihr jetzt macht. Also vielleicht kannst du uns einmal ganz kurz konkret abholen. Wir sind natürlich auch erst am Start. Also wir haben ja das Rios-Thema vor einem Jahr gestartet. Also im Juni haben wir es jetzt gestartet. Und wir sind halt auch noch ganz stark mit internen Prozessen beschäftigt, die zu optimieren, um das einfach größer zu machen. Aber ein Gedanke ist natürlich definitiv, es muss für uns irgendwie profitabel sein, weil wenn wir das profitabel hinbekommen, haben wir auch das Interesse als Händler dran, es so groß zu machen, dass es einen Impact hat. Also wir wollen hier nicht 10 Teile verkaufen und dann sagen, wir machen Rios, sondern es muss irgendwie so sein, dass es einen Impact hat und es funktioniert nur, wenn es profitabel gestaltet werden kann. Und da sucht man natürlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie wir das Thema öffnen können. Da können ja die Warenströme kommen von verschiedenen Richtungen her. Und es gibt ja sehr viel Ware, die vorhanden ist, die derzeit ungenutzt rumliegt. Und ich glaube, da kann man einfach die Köpfe zusammenstecken und überlegen, wie können wir diese Ware wieder sinnvoll zum Kunden bringen, sodass der das weiter nutzen kann, bevor die irgendwo im Keller rumliegt, bevor die irgendwie verstaubt und nicht genutzt wird. Und ich glaube halt auch, zusätzlich noch über dieses Second-Hand-Thema können wir noch einen anderen Preispunkt ansprechen. Wir haben jetzt ja Krisen, Inflation, Finanzthematiken und so weiter angesprochen. Das heißt, wir haben hier auch nochmal die Möglichkeit, zum anderen Preispunkt die Kunden mit einer eigentlich sehr guten Ware anzusprechen und denen trotzdem noch die Möglichkeit zu geben, Spaß an diesem Produkt zu haben und diese Produkte zu verwenden und zu nutzen. Ich gebe so ungern mein Mikro her, aber weil du es bist. Eine Frage an dich. Rio ist super spannendes Thema. Ich glaube wirklich, dass das so ein Businessmodell ist, das wir in der Zukunft vielleicht noch viel öfter sehen. Es gibt ja außerhalb der Sportartikelbranche da auch schon viele große Modelle, Unterhaltungselektronik und so weiter. Redet ihr mit denen? Habt ihr Learnings? Seht ihr ein bisschen Tendenzen, wo da die Reise hingehen kann? Also wir reden jetzt konkret nicht mit anderen aus anderen Branchen heraus. Also ich saß zwar im Herbst irgendwann mal mit jemandem zusammen, der so Elektronik-Sachen macht. Aktuell sehe ich noch, dass die andere Herausforderungen haben, als wir respektive andere Lösungen brauchen für ähnliche Herausforderungen. Und wir in unserem Fashion-Umfeld, Bekleidungsumfeld, haben da andere Ansätze als jetzt ein Elektronikteil und ein Handyteil. Es ist, glaube ich, für beide die Herausforderung, irgendwie ein Produkt noch profitabel hinzubekommen, das ja einen günstigeren Preispunkt hat und wo man mehr manuellen Aufwand reinstecken muss. Diesen Teil, den haben wir beide gleich. Aber die Lösungen sehen, glaube ich, anders aus, weil ich in der Elektronik andere Möglichkeiten habe als jetzt bei uns im Textil- oder Ausrüstungsbereich. Nee, da grätsche ich jetzt rein. Das Ziel unseres Handelns muss es ja sein, dass wir in vielen Bereichen weniger Einsatz, Verbrauchen, Verspielen und kaputt machen. Und wir können mit Sicherheit, und da ist der Hinweis sehr, sehr gut,
in anderen Branchen uns Anleihen dahingehend nehmen, wie Zirkularität dort entsteht. Also ich mache ein einfaches Beispiel, wir kaufen uns kein Handy, wir mieten es und vielleicht gibt es bei Computern in Zukunft auch keinen mehr, den ich mehr besitze. Also das Modell von IBM vor vielen Jahren kann sein, dass wieder ganz interessant wird. Und wir sind in der Situation, wo wir unsere Geschäftsprozesse umbauen müssen im Handel, also nicht mehr einzeln handeln, wie es früher war, sondern vernetzt, dringend gehalten, uns in anderen Branchen Anleihen zu holen, wie die Zirkularität machen und so können wir es auch in unsere Geschäftsprozesse einbauen. Ja. Da können wir ganz viel lernen, finde ja, ich. Also ich denke, auf der Ebene ja, da können wir uns das sicherlich anschauen, aber wie das dann operativ heruntergebrochen wird und wie dann die Lösung konkret ausschaut, das ist dann unsere Baustelle. Aber auf der Inspirationsebene, sagen wir mal, auf dem Level, ja klar, da kann man sich das angucken und da gibt es sicherlich noch die eine oder andere Möglichkeit, die wir umsetzen können. Ja, so, also genau, das war so ein bisschen laut der Hintergrund der Frage, weil wir ein bisschen über Krise, viel Krisen heute gehört, Krise ist Chance, Zukunftsmodelle und ich glaube, da können wir als Sportbranche, und ich rede immer ganz gern mehr von der Branche wie vom Handel, weil wir sind ja ein gemeinsames, am Ende des Tages ist der, der da draußen entscheidet, ist unser Konsument, ja, ob er ein Produkt kauft oder nicht, ob er uns als Branche, als Sportartikler akzeptiert. Und ich glaube, da können wir oft einmal über den Tellerrand rausgehen und schauen, was machen denn andere. Und da, glaube ich, ist einfach in dem Zirkulationsmodell einiges Spannende am Laufen. Und da, glaube ich, da können wir viel lernen. Und das ist auch was, wo ich mir wünsche für die Branche, dass wir das zukünftig mehr und besser tun. Bevor du es ergänzt, nur noch kurz die Vorstellung zu dir, weil ihr uns alle untereinander kennt, aber Stefan Rosenkranz, und das jetzt für die Zuschauer, vertritt den Bund der Sportartikelindustrie. Und das finde ich sehr, sehr richtungsweisend, was du gerade gesagt hast, dass sich dadurch andere Zusammenarbeiten ergeben. Und du wolltest das, glaube ich, auch noch ergänzen. Genau, also wie gesagt, auf der Ebene bin ich völlig dabei. Da kann man sich noch Ideen... Schon wieder ein Arbeitskreis, super. Ja. abholen, also auch dieses, was wir derzeit noch nicht machen... Zumindest bei uns ist halt so ein Repair-Thema. Das heißt, wenn die Sachen einen gewissen Schaden haben, können wir sie derzeit nicht online zurückführen. Aber beim Handy ist es gang und gäbe, Sachen zu reparieren und auszutauschen. Das sind auch teilweise die Produkte natürlich so aufgebaut, dass ich modularer Sachen austauschen kann. Natürlich mir bei Jacken wahrscheinlich auch wieder schwieriger. Da müsste man mit den Herstellern mal sprechen oder in diese Richtung schauen, wie die Produkte aufgebaut werden können, um da Sachen leichter austauschen zu können oder reparieren zu können. Was uns natürlich sofort zu dem Thema bringt, wiederum gemeinsam, auch wenn wir in das Thema Zirkularität, Nachhaltigkeit gehen, dass das halt eh nicht alleine geht, sondern das ist halt Hersteller, Handel gemeinsam. Und wenn wir es schaffen, dass wir eben auch dort die Sensibilität entwickeln, dass Produkte mehr modular aufgebaut sind, was halt die Unterhaltungselektronik vielleicht aus ganz anderen Hintergründen schon hat, dann können wir auch so Repair-Prozesse so gestalten, dass sie auch effizient gestaltet sind. Das ist, denke ich, das Entscheidende, dass halt der Repair-Prozess trotzdem ein erfolgreiches Businessmodell ist, weil sonst macht es ja keiner. Also Nachhaltigkeit nur aus Liebe zur Natur wird alleine nicht reichen. Also entweder wird es Rahmenbedingungen geben, die wird es ja auch geben, siehe Green Deal oder so weiter, oder es gibt eben auch entsprechende Geschäftsmodelle dahinter, die erfolgreich sind. Bevor ihr antwortet, ich weiß, es fühlt sich super an, weil wir könnten es gerade definitiv viel, viel länger machen und ich finde Arbeitskreise dementsprechend eine große Bitte. Ich würde mir wünschen, dass ihr nicht Abschlusskommentare, sondern Call-to-Action-Kommentare jetzt als Abschluss unserer Runde formuliert und zwar an uns, wie wir hier sitzen, mit den jeweiligen Funktionen, mit der jeweiligen Einflusskraft für die Branche, aber auch wahrscheinlich mit einem Wunsch. Weil im Besonderen alles das, was du jetzt gerade kommentiert hast, für wie können wir reparieren, wie können wir einsammeln, wie können wir eigentlich vielleicht sogar wirklich in ein Recycling-System einzahlen, das würde ich mir als Abschlusskommentar für unsere Branche von euch wünschen. Anni. Es ist tatsächlich so, dass ich, also mein Call to Action ist, dass der Fachhandel sich da tatsächlich nochmal deutlicher austauscht untereinander. Das zeigt meine Erfahrung in den letzten Jahren auch auf internationaler Ebene, dass es da immer wieder Berührungsthemen gibt. Und das wünsche ich mir einfach, dass wir da, und da habe ich gestern gerade zum Brainstorming nochmal zusammengesessen, dass wir da tatsächlich in Kürze ein Format finden, wo das besser stattfinden kann. Danke. Call to Action, Steffi. Ich vertrete die Meinung, dass wir... Dass ja, Handel muss und alle Konzepte, die wir anstreben, müssen rentabel oder profitabel sein. Aber wenn wir uns nicht bewegen, dann werden wir bald keine Grundlage mehr haben, um überhaupt hier noch ein Leben weiterführen zu können. Und mein Call to Action ist, dass wir uns auf das Richtige konzentrieren müssen,
und in der Branche mehr zusammenarbeiten müssen. Also auch was Rücknahmesysteme angeht, und ich als oder wir als Händler möchten das auf jeden Fall mit vorantreiben, weil wir jetzt schon Rücknahmeaktionen, aber tatsächlich als Aktionen anbieten, aber das auch von Hersteller zu Hersteller viel zu isoliert ist. Also das heißt, wir brauchen ein komplettes Rücknahmesystem und auch die Sicherheit, dass die Produkte, die zurückgegeben werden, als Ressourcen wieder weiterverarbeitet werden. I love. Stefan. Ich freue mich, ja, super. Also ich plädiere dafür, dass wir unsere Mitarbeiter mitnehmen bei dem, was wir tun. Alle, die in Verantwortung stehen, müssen die Konzepte, die wir hier zu allen möglichen Themen, Nachhaltigkeitsthemen insbesondere auch, schmieden, das muss bei den Mitarbeitern ankommen. Die sind die Schnittstelle zum Konsumenten. Und da ist, glaube ich, sehr viel Potenzial und auch durchaus noch Nachholbedarf. Für mich ist auch die Aufforderung Richtung Kreislaufwirtschaft als ein Teil der Lösung. Und um die Kreislaufwirtschaft wirklich in Gang setzen zu können, brauchen wir Netzwerke vom Hersteller über die Händler bis hin zum Kunden, um auch so, Steffi, wie du es gesagt hast, halt diesen Kreis zu schließen und alle zusammen an diesem Thema zu arbeiten und die bestmögliche Lösung zu finden, die nicht isoliert sein kann, sondern nur funktionieren kann, wenn wir da zusammenarbeiten. Dankeschön. Für mich ist beim Thema Nachhaltigkeit und in dem Sinne auch Kreislaufwirtschaft einfach super wichtig, dass wir einen mutigen Schritt voran machen, dass wir zusammenarbeiten, um das Bestmögliche zu erreichen. Wenn jeder nur für sich alleine kämpft, dann werden wir weniger erreichen, als wenn wir versuchen, unsere Kräfte zu bündeln. Und das betrifft natürlich die Kunden genauso wie Hersteller und die Händler. Und ich hoffe und wünsche uns einfach sehr, dass wir das in sehr naher Zukunft hinbekommen. Also mein Call to Action ist relativ simpel. Der Hashtag unserer Firma heißt Rethink or Die. Wir müssen unsere Geschäftskonzepte und alles das auf die Situation immer wieder anpassen. Das ist Einzelhandel und das Wichtigste dabei ist, dass wir miteinander sprechen weiterhin, dass wir immer nicht nur applaudieren, sondern auch tun und dass wir auch das richtige Geld in die richtigen Kanäle stecken, damit die Leute auf der Fläche draußen Verstärkung und Power haben, ihrem Kunden gegenüberzutreten und dort die richtigen Entscheidungen zu fällen für nachhaltige Produkte und nachhaltigen Konsum. Babam, vielen, vielen Dank. Ein Freestyle-Format, echt. Viel Erfolg uns allen noch und einen schönen Tag. Auf bald. Auf bald, auf bald.